Leute, grüß euch zum neuen Video. Heute geht es um was ganz Spezielles. Aber was ich damit vorhabe, kann auf jeden Fall auch für euch interessant sein. Da bin ich mir so ziemlich sicher. Also heißt es, jetzt dranbleiben, nicht abschalten. Gleich nach dem Intro geht's los. Wie man unschwer erkennen kann, geht es heute um einen Mini-PC und der ist wirklich mini, aber hat es wirklich faustdick hinter den Ohren. Ihr seht, der ist kaum mehr größer hier als diese Blume und wenn ich den jetzt hier mal von der Verpackung zumindest mir schon mal angucke, ist das wirklich ein ganz, ganz kleines Wunderwerk. Ich verlinke ihn euch unten in der Videobeschreibung, dort könnt ihr euch dann auch den tagesaktuellen Preis abrufen. Nennt sich Ovis S1 Mini-PC mit LCD-Screen und RGB-Licht ist auch noch installiert, damit das Ganze ein bisschen spaciger wirkt. Ein Intel Alder Lake N95 Prozessor ist drin, der bis zu 3,4 GHz leistet. Windows 11 ist installiert, hört, hört. Wir haben 16 GB RAM verbaut, 512 GB SSD ist hier mit integriert. Ein 4K HD Dual Display ist hier mit integriert, sodass ihr die Werte hier direkt ablesen könnt. Wi-Fi 5 ist integriert, Bluetooth 4.2, Dual LAN Schnittstelle hat das Gerät. Wir haben zwei HDMI Schnittstellen, wir haben zwei USB 2.0 Schnittstellen, wir haben zweimal LAN Schnittstelle, einmal AUX Schnittstelle und zweimal USB 3.0 Schnittstelle. Das Produkt wiegt nur 380 Gramm, also der PC, wenn er ausgepackt ist, 12,4 x 12,8 x 4,1 cm ist er groß. Jetzt schnacken wir nicht mehr lange, jetzt packen wir das Ganze mal aus. So, das Ganze kommt hier in so einer Pappschachtel. Mal gucken, ob ich das hier hinbekomme. Ich bin ja bei sowas immer recht ungeschickt. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Packen wir das Ganze jetzt hier mal aus. Wir haben eine Bedienungsanleitung mit dabei. Die ist sogar auf Deutsch gehalten. Da steht nämlich einmal Benutzerhandbuch mit drauf. Ja, und dann ist er hier schon mal unser kleiner Mini-PC. Da geht wirklich der Trend hin, tatsächlich solche kleinen PCs dann auch zu haben. Schaut mal, wie minig der wirklich ist. Hier vorne ist dann noch so ein Display mit dran, wo wir dann sehen können, zum Beispiel, wie der Stromzustand ist, wie viel Strom er aufnimmt oder wie viel Watt er aufnimmt, wie viel Leistung er aufnimmt. Dann haben wir hier noch ein RGB-Display. Hier haben wir so ein kleines Sichtfenster, kann man so da reingucken. Da sieht man, kann man jetzt nicht sehen. Da sieht man dann einen Speicherriegel, das ist ein NVMe-SSD, so wie es mir aussieht. So ein kleiner Speicherriegel ist das. Und hier auf der Seite sehen wir hier die ganzen Anschlüsse. Da haben wir einmal hier unseren AUX-Anschluss mit dran, zweimal Netzwerkanschluss, zweimal HDMI-Anschluss, den DC-Anschluss, das heißt, da kommt das Netzteil dann dran. Und was ist das hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Das ist nur zum Verschließen. Ich glaube, da macht man das Gehäuse dann mit auf. Und ansonsten haben wir hier noch den Powerschalter und hier haben wir USB 2.0 und USB 3 Schnittstellen. Gucken wir mal, was jetzt hier noch mit dem Lieferumfang ist. Da haben wir ja hier, das ist eine Reifung hier, dann haben wir hier noch so ein Kasten. Die Packung ist sehr viel, sehr zahlreich hier vorhanden. Okay, dann haben wir hier einmal ein HDMI-Kabel ist hier gleich noch mit dabei und natürlich unser Anschlusskabel mit Netzteil. Und dann haben wir hier noch einen Standfuß, der sieht dann so aus. Und unten drunter haben wir dann hier solche Art Gummifüße. Ja, und dann kann man den, hier so rum nicht, so rum, kann man den dann tatsächlich so hinstellen. Das dient dann nämlich als Standfuß. Hier ist noch ein kleines Folienstück mit drauf. Das machen wir auch mal ab, dass wir das Ganze hier uns besser angucken können. Ja, und dann schließe ich den jetzt mal an. So, angeschlossen und aufgebaut habe ich jetzt alles. Ich habe eine Tastatur auch angeschlossen. Ihr könnt natürlich eine ganz kleine Tastatur auch nehmen oder eine aufrollbare Tastatur. Es gibt ja sogar welche, die mit Laserlicht funktionieren. Das heißt, die nur virtuell funktionieren. So habt ihr natürlich alles aufgeräumt. Habt jetzt keine großen Kabel, nur zum Monitor und das Stromkabel. Ansonsten bleibt dann hier alles frei, denn hier oben drin ist dann natürlich nur so ein kleiner Empfänger. Ansonsten, wie gesagt, die PCs werden hauptsächlich dafür verwendet, um wirklich platzsparend zu arbeiten, denn so ein Teil ist natürlich überall irgendwie unterzukriegen in der kleinsten Werkstatt. Problem sehe ich eben immer nur dahin. Ihr braucht natürlich auch noch ein Ausgabegerät, irgendeinen Monitor, an den ihr euch wenden könnt, außer wenn ihr den vielleicht irgendwie als Server verwendet, wo ihr vielleicht Dateien drauf habt. Ihr könnt ja auch USB-Stick noch anschließen, großen, oder vielleicht den Speicher noch erweitern oder. Es gibt da unzählige Möglichkeiten, da noch was mit zu unternehmen oder als Steuergerät
Gerät für irgendetwas, wo ihr vielleicht nur alle Jubeljahre dann mal mit der Tastatur oder mit dem Monitor ran müsst. Ich habe mir gedacht, grundsätzlich ist so ein PC dann dafür da, dass ich den vielleicht auch als 3D-Druck-PC nutzen kann, dass ich da meine Dateien drauf habe, mein Cura vielleicht drauf habe etc. Wir werden gleich mal gucken, inwieweit hier die Performance dann ist und dann in der Werkstatt das Teil eben mal schnell in eine Schublade verschwinden lassen kann oder sowas, wenn ich das nicht jeden Tag nutze. Ihr werdet sehen oder habt schon gesehen, mal sehen, es kommt noch ein ganz, ganz großer CO2-Laser mit 60 Watt. Das ist ein Riesenschrank. Also wie gesagt, entweder habe ich das Video schon veröffentlicht, dann findet ihr das unten, solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Oder dann, vielleicht kommt das jetzt in den nächsten Tagen, dann mal sehen, dann müsst ihr den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr das nicht. Da werde ich diesen PC wahrscheinlich mit angeschlossen haben oder anschließen werden. Und da wird das dann so sein. Ich mache mal inzwischen hier so ein bisschen weiter mit der ganzen Einrichtung vom PC. Ist jetzt wie gesagt frisch gestartet das Ganze. Bisher ist die Performance erstmal einwandfrei, auch nicht anders als bei meinem Desktop-PC. Wie gesagt, bei diesem CO2-Laser ist es natürlich erforderlich, der steht natürlich in irgendeiner Halle, in der Garage oder sonst was, den könnt ihr natürlich nicht irgendwie in der Werkstatt haben und da ist es dann so, dass man da natürlich dann auch einen Laptop dran anschließen muss oder sowas. Der fällt dann mal runter, ist alles Mist, dann würde ich mir lieber so einen kleinen PC kaufen, den ich dann irgendwie mit einem selbstgedruckten Teil dann am Laser befestigen kann und dann vielleicht noch irgendwie einen Monitor da mit dran, mit einer Monitorhalterung oder sowas. Boah, nur so ein kleines Ding sein, das muss ja gar nicht so ein großes Teil sein, wie ich jetzt hier genommen habe. Der ist glaube ich irgendwie 34 Zoll oder was der hier hat. Und nimmt einfach ein kleineres Gerät und am besten vorzugsweise natürlich einen Touchscreen, dann entfällt nämlich das hier dann auch nochmal. Also da gibt es also wirklich eine Menge Ideen, die man damit noch verwirklichen kann. Jetzt will er hier einmal neu starten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier ist so eine kleine LED-Leiste. Das kann man natürlich auch noch alles einstellen, ob das an sein soll oder nicht im BIOS. Auf jeden Fall hört ihr den überhaupt nicht. Bin mal eben leise. Man hört die Heizung vielleicht ein bisschen rauschen, aber den PC, der ist, das ist der nächste Vorteil. Da ist natürlich dann gar nichts mit Geräuschentwicklung oder sowas. Vielleicht auch, wenn ihr so ein Teil im Wohnzimmer haben wollt oder so, dann, wenn es mal irgendwie um ein bisschen Büroarbeit geht oder sowas, dann ist sowas natürlich schnell gemacht. Und da ist natürlich dann überhaupt gar keine Geräuschkulisse dann damit zu erwarten. So, ich richte jetzt Windows hier einmal ein und dann melde ich mich gleich wieder. So, Windows ist installiert, das ging jetzt innerhalb von wenigen Minuten. Wirklich sehr, sehr schnell, das muss man einfach mal hervorheben, dass das nun wirklich so ist. Und ihr seht, jetzt haben wir hier auch die Anzeige, einmal die Uhrzeit, Datum etc. Wie viel Watt verbraucht werden? 9 Watt zieht das Gerät jetzt momentan. Das ist eigentlich gar nichts. Gut, wenn ich jetzt hier die Maus so ein bisschen bewege, nö, das interessiert den auch nicht. 9 Watt sind hier, dann die Gehäusetemperatur etc. sind hier noch, wie groß das Laufwerk belegt ist. Und das kann man alles, wie gesagt, hier dann auch noch einstellen, so wie man das dann haben möchte. Mit dem Internet habe ich das Ganze schon verbunden. Jetzt können wir hier einmal Cura runterladen zum Beispiel. Das ist ja auch was, was immer so ein bisschen dauert. Ne? Ich werde jetzt hier einmal die Exe herunterladen. Cura, wie gesagt, ein Slicing-Programm für 3D-Drucker. Und da kann ich mir, wie gesagt, sowas sehr, sehr gut vorstellen, dass man dann wirklich nicht einen Laptop nimmt, sondern so ein kleines Gerät wie hier, vielleicht direkt an den Drucker sogar anbringt, dann noch so ein kleines Touch-Display oder sowas. Und dann kann man das tatsächlich darüber machen oder halt Tastatur und Maus dann irgendwie noch mit dazulegen oder sowas. Das kann auf jeden Fall wesentlich platzsparender sein als so. Und wenn das vor allen Dingen ausreicht, jetzt habe ich das zweimal hier runtergeladen, wenn das vor allen Dingen natürlich ausreicht von der Performance, ist das natürlich wesentlich geringer auch vom Kostenaufwand. Das Gerät liegt so um die 200 Euro, ich glaube knapp drunter. Und wenn das natürlich von der Performance auch ausreicht, ist das natürlich eine super Sache, weil ein Laptop ist natürlich dann immer teurer. Und wenn dann dafür sowas blockiert ist, ist das natürlich nicht so schön. Jetzt wollen wir hier gleich mal noch mein Lightburn runterladen in der Demo-Version. Internet ist jetzt hier nicht ganz so stark. Das liegt aber nicht an dem PC, sondern da ich hier nicht so gut den Empfang habe. Können wir mal gucken, wie wir hier dabei sind. Ja, das ist dann wie gesagt nicht so berühmt. Ich lade das jetzt hier in Ruhe runter. Ihr seht ja den Fortschrittsbalken hier. 5 Minuten wird das Ganze auf jeden Fall noch dauern und dann melde ich mich wieder. So, Lightburn ist fertig runtergeladen. Ich habe es auch schon installiert und bin jetzt im letzten Schritt. Jetzt wird Lightburn einmal geöffnet und wir können ja mal gucken, wie schnell das Ganze jetzt hier vonstatten geht. Ja, startet jetzt Zugriff zulassen, damit wir hier Updates bekommen. Start your trial. So. Und wir können Lightburn jetzt verwenden. Jetzt könnte ich hier sagen, ich möchte einen neuen Laser anlegen. Zum Beispiel einen GRBL-Laser. Ihr wisst das alles, wie das Ganze funktioniert. Ich habe ja genügend
Laser-Videos jetzt hier schon gemacht. Oh, hier ist das Numpad nicht installiert. So, jetzt 400 mal 400 vorne und wir haben den ersten Laser und jetzt könnten wir hier mit Lightburn arbeiten. Und ich sehe jetzt hier nichts, wenn ich jetzt hier groß und klein mache. Da stockt nichts oder irgendwie, keine Ahnung. Nur jetzt hier mal was reinschreiben, das Ganze dann vielleicht noch skalieren wollen. Mal auch richtig machen, so. Also da geht alles super flüssig, gar kein Problem. Und das interessiert hier die Leistung gar nichts. Die bleibt hier konstant so bei 10, 11 Watt, jetzt 9 Watt. Also zwischen 9 und 11 Watt verbraucht er. Und das macht wirklich mal mit einem großen PC nach. Jetzt wollen wir hier nochmal Cura gleich mal installieren. So, Downloads, wo haben wir es? Ja, ihr wisst, das Cura dauert immer etwas länger. Wir werden das jetzt hier einfach mal standardmäßig installieren. Und ihr seht, das geht jetzt also auch super flott. Und ihr wisst, wer schon mal Cura installiert hat, auch der Programmstart, der dauert natürlich auch immer recht lange. Und auch die Installation, weil da so viele einzelne Dateien etc. sind. Aber wenn man sieht, wie schnell die hier tatsächlich auch durchlaufen, das geht jetzt bei mir auf dem Laptop oder am normalen Desktop-PC, geht das jetzt bei mir auch nicht schneller. Ja, und ihr seht hier auch die Wattzahl weiter hier jetzt bei 9, 10 Watt ist sie jetzt. Die Gehäusetemperatur oder im Inneren die Temperatur beträgt jetzt 53 Grad. Das ist jetzt auch überhaupt gar kein Problem. 100% Auslastung logischerweise jetzt durch die Installation. Aber schaut mal, das geht doch hier recht fix vonstatten. Ich würde sagen, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und man kann den sicherlich jetzt als vollwertigen PC benutzen. Ihr kommt damit jetzt ins Internet, insofern ihr irgendwie eine Zugangsmöglichkeit logischerweise dabei habt. Ihr könnt da vielleicht, keine Ahnung, YouTube gucken. Ihr könnt da jetzt vielleicht, keine Ahnung, YouTube gucken. Ihr könnt hier Cura installieren. Lightburn haben wir hier ausprobiert, gar kein Problem. Vielleicht ein Bildbearbeitungsprogramm oder irgendetwas. Und damit könnt ihr ganz normal auch Office-Anwendungen oder sowas mal einen Brief schreiben oder eine E-Mail oder sowas. Dafür reicht das Ding auf jeden Fall mehr als hin. Und ich denke mal, wenn man für so einen Preis so eine Gelegenheit bekommt, wenn man vielleicht noch einen alten Monitor stehen hat und Tastatur und sowas, habt ihr bestimmt auch noch irgendwie rumfliegen. Ansonsten, ich verlinke euch mal, auch wenn ich einen Touchscreen finde, auch einen recht günstigen Touchscreen und ansonsten einen kleinen Monitor. Die gibt es schon für wenig Geld oder irgendwie bei den Kleinanzeigen mal gucken oder so, dann kommt man da auf jeden Fall sehr, sehr günstig zu einem vollwertigen System. Vor allen Dingen, weil ja hier auch Windows 11 tatsächlich in Lizenz dann auch noch vorhanden ist. Und ihr wisst, wenn ihr das so selber kaufen müsst oder sowas, dann kann das recht teuer werden. Jetzt startet Cura mittlerweile in der Version 5.6.0. Und da wisst ihr, bis die Maschinen da alle geladen sind, das dauert alles ein paar Sekunden. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie das bei euch am System ist, ob das überhaupt durchführbar ist. Bei manchen, da weiß ich schon, die haben schon bei Cura ein riesiges Problem, sagen dann, nee, da muss ich eine alte Version installieren oder was. Die neuen Versionen, die sind so, auf Deutsch gesagt, lahmarschig, die brauchen immer ein bisschen länger. Und ihr seht, das ist auch hier der Fall. Nebenbei können wir uns ja hier mal den Explorer nochmal angucken oder irgendwas. Da sind natürlich jetzt die Downloads. Oh, da wird die Firewall angesprochen einmal von Cura. Die möchte sich da noch Zugang verschaffen. Und jetzt startet Cura schon. Also so lange brauche ich das jetzt gar nicht überbrücken. Ich bestätige das jetzt hier alles in den Standardeinstellungen bzw. mit den Standardwerten. Jetzt geht hier nochmal irgendwie Ultimate Cura die Webseite auf, brauchen wir jetzt nicht. Wir sagen, wir wollen einen Nicht-Netzwerk-Printer haben und wir installieren jetzt einfach mal hier, was ist denn, Gufu? Gufu kenne ich noch gar nicht. Installieren wir den mal. So, machen wir das Ganze mal etwas größer. Dann können wir jetzt hier die Werte eingeben, die kennt ihr alles. So, alles standardmäßig. Ja, und da haben wir jetzt unseren Printer. Und jetzt können wir hier mal was reinziehen. So, gucken wir uns das jetzt mal an. Ich ziehe jetzt hier mal den Kristalldrachen rein und dann werden wir mal sehen, wie wir den hier bearbeiten können. So. Und ihr seht, hier gibt es gar keine Probleme. Ich kann jetzt hier, ohne dass hier irgendetwas wackelt oder irgendwie blockiert oder so, kann ich den bearbeiten. Ich kann den jetzt hier mal skalieren auf 100, so,
passt immer noch nicht. Machen wir mal 50. So, und dann passt er hier auf jeden Fall dann schon mal rein. Wir müssen den jetzt natürlich noch ein bisschen, können wir skalieren, können wir den jetzt auch hier, wie ihr seht, ohne jegliches Problem. Dann verschieben wir den hier einmal auf der Plattform und dann seht ihr, könnten wir jetzt hier unseren Kristalldrachen tatsächlich auch drucken. Gar kein Problem. Wenn wir das jetzt mal zum Slicen geben mit den Standardparametern, dann seht ihr, auch das Slicen funktioniert jetzt hier in ganz normaler Geschwindigkeit. Also ich bin echt begeistert, bin sehr angetan von der Performance, was dieses kleine Teil hier bietet. Den gibt es natürlich in verschiedenen Ausführungen. Müsst ihr mal gucken, was für euch dann vielleicht am besten geeignet ist. Die Ausführung, die ich hier habe, hatte ich euch gesagt, was da jetzt für Daten vorhanden sind. Ja, und jetzt haben wir hier einmal ein Preview, können wir machen. So, und dann zeigt er uns jetzt hier, wie das Ganze hier dann funktionieren würde. Ja, also super Sache. So, dann können wir uns hier YouTube mal angucken. Da läuft also auch alles komplett flüssig. Ihr solltet auf jeden Fall das Video bis zum Schluss schauen. Ein bisschen leiser hier. Gibt es jetzt gar nichts dran zu wackeln. Also auf jeden Fall ein vollwertiges System. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, was ihr mit so einem Mini-PC alles machen würdet, für was ihr den anwenden würdet. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Mehr kann ich euch jetzt nicht großartig zeigen. Wir haben jetzt hier wirklich anspruchsvolle Programme schon genommen. Natürlich Videobearbeitung und sowas, weiß ich nicht. Da braucht ihr natürlich auch sehr, sehr schnelle Datenträger dafür. Das würde ich vielleicht so einem System dann nicht zumuten. Aber grundsätzlich jetzt hier, wie wir gesehen haben, mit Cura und sowas, kann man hier jetzt einwandfrei und ohne irgendwelche Ruckler oder Wartezeiten dann arbeiten. Gar kein Problem. Lightburn stelle ich mir auch sehr gut vor, dass man das eben im Laserbereich nutzen könntet. Ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr mit so einem System alles unternehmen würdet. Ob ihr vielleicht so ein Gerät da schon daheim habt, vielleicht sogar diesen hier daheim habt und dieses Video vielleicht aus diesem Grund angeklickt habt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt fleißig in die Kommentare, wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.